irgendwie raustappen muss oder so. Genau, wir haben uns hier versammelt, um den Untoten zu erforschen. Ja, der Schwierigkeitsgrad des Spiels hängt von dem ab, was ich tue. Das heißt, ich werde entweder alle töten oder eben keinen töten. Beziehungsweise kaum einen töten, die Vampire. Darf ich. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Ja, und mit diesen extremen Worten. Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet. Hallo an alle im Chat jetzt erstmal. Hallo Emery und hallo Amon und hallo Nell. Und danke für die Resub. Ich habe leider keine Alerts an, weil es später noch auf YouTube kommt, aber vielen, vielen Dank. So, was haben wir denn hier? Können wir hier eigentlich auch noch woanders hingehen? Weil ich habe einen kleinen Teil davon schon gespielt. Also den ersten Teil habe ich schon so ein bisschen angeguckt. Nee. Hier können wir überhaupt nirgends hin. Okay. Das kann ich tatsächlich nicht sagen. Guten Abend, Borderliner. So kämpfen wir uns, hier hoch vor und zurück, ey. Thirsty. So thirsty. Durst, so durstig, ja. Hallo Mil. Guten Tag. Oh,
Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary! Mary! No! 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 Please, a moment, let me explain! Jo, da sind wir wieder in der Perspektive. Und ihm, ja, er hat seine Schwester als erstes getötet. Das ist immer ganz toll, sowas. I need to get out of here. This can't be happening. Ich hoffe, ihr seid gut gelaunt, wie gesagt. Ich weiß tatsächlich nicht, wie, in welchem Universum das spielt. Keine Ahnung, wie das mit den Vampiren und so weiter geklärt ist. Habe ich auch keine Ahnung. Also, ganz viel keine Ahnung. Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Shit, where'd it go? Now, I can defend myself. Kill the thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Ja, die muss ich leider töten. Die sind mir ein bisschen im Weg. Who are you? Stupid beast! Aua. Sorry. Okay, da sind ein paar mehr. Es sind nur zwei. Ich guck mal, ob ich die vielleicht umgehen kann. Rechts. Nee, nach links muss ich ausweichen. Der eine ist da. Nee, ich muss tatsächlich zwischendurch. Also ich kann tatsächlich nur entweder mit beiden aufnehmen. Ah, scheiße, Ausdauerende. Nee, ich will halt nicht so viel verletzt werden auch, weil das könnte ein bisschen eklig werden, wenn wir dann so extrem verletzt sind. Wobei ich gerade auch nicht mehr ganz genau weiß, wie das am Anfang so war, wie viel ich da bekämpfen muss und wie viel nicht. Weil ich glaube, wir können auch ein bisschen drum und rum sneaken, weil ich das noch weiß. Wie ihr seht, ich spiele mit Maus und Tastatur, um das nochmal kurz zu erwähnen. Viele sagen, es ist einfacher mit Controller. Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ich weiß nur, dass wir hier im alten London sind. The sun. It feels like it's burning me to the bone. I need to find somewhere to hide. Over there, right now. Let me go. Aua. Das ist echt eklig. I need to find shelter. So, hallo. Is anybody jemand zu Hause? There? Okay, keiner zu Hause. Sieht zumindest nicht sehr nach zu Hause aus. The place seems abandoned. I should be safe enough here.
Wie war euer Tag? Erzählt mal. Ich war ja heute Morgen nicht da, das wissen wir. Ich kann fast feel the sun's rays like a physical weight pressing against the wood. Oh, wir haben hier irgendwas zum Gucken. Was haben wir denn hier? Hallo. Ein Bild von zwei Eheleuten. Cool. Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Okay, sie erinnert ihn wohl an seine Schwester. Was haben wir hier? Eine Leiche. Sieht ziemlich alt aus, die Leiche, wobei... eher ausgemergelt. Taschenuhr. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Beautiful it is. We fancy it to share the takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an eve. Wow. That's impossible. So, das heißt, wir haben eine Uhr. Wir können mal gucken, was wir hier so drin haben. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas. Irgendwelchen Kanistern oder was auch immer. Da haben wir noch Geld gefunden. Hier haben wir nichts mehr. Okay. Hier haben wir auch nichts mehr. Gut. Ich weiß ja nicht, ob wir dann später noch Zeit dafür haben, wenn ich ehrlich bin. Hab's halt echt auch nur kurz angespielt. Muss ich erstmal touchen hier. Who's there? Are you referring to me? No! No! I still have so much to accomplish! I still have so much left that needs doing. Ja. Also ihr könnt übrigens euch überlegen schon mal, ob wir einen friedvollen Run machen wollen oder ob wir alle töten. Also das dürft ihr tatsächlich entscheiden. We need to leave. And now no. There's time. I can save him. That's the enemy coming. The orders are to evacuate the hospital. Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Also einmal Mord und Totschlag und einmal zweimal Frieden. Okay. Dann werde ich sie wohl am Leben lassen. Ja, kommt aus dem Krieg. So
so wie ich das verstanden habe. Blutiges Tagebuch. Wir können hier die Details ansehen. Ah, na komm. Okay, also blutiges Tagebuch. 15. Oktober, schlecht geschlafen. Becky hat die ganze Nacht lang gehustet und das Fieber lässt sie fantasieren. Am Morgen hörte ich großen Lärm. Er kommt von einer riesigen Maschine, die ein paar Männer zum Ufer gebracht haben, um ein großes Loch zu graben. Eine Art von Schaufellader. Vielleicht könnte ich zu ihnen gehen und nach Arbeit fragen. Becky braucht Medizin. 16. Oktober. Ich habe mit den Männern am Schaufellader geredet. Sie sagten mir, dass sie überall in London Massengräber graben. Offenbar Vorsichtsmaßnahmen. Gibt es eine neue Epidemie? Kommt die Grippe zurück? Sie hatten keine Arbeit für mich. Becky hat letzte Nacht etwas geschlafen. Die Gießerei wurde geschlossen und es gibt hier keine Arbeit mehr. 19. Oktober. Ich ging nach London, um ein paar Lebensmittel und Medikamente zu finden. Keine Züge. Es hat den ganzen Tag gedauert, über die Themse und zurückzukommen. Becky scheint es besser zu gehen. Ich habe Suppe gekocht, die sie gegessen hat. Medizin habe ich keine gefunden, nur ein paar Spritzen und Schlaftabletten auf dem Schwarzmarkt. Wir haben kein Geld mehr. Vielleicht schaffe ich es, morgen ins Pembroke Hospital zu gehen. Es ist aber so weit weg und ich habe Angst, meine Frau so lange allein zu lassen. 19. Oktober. Becky hat ein paar Stunden nach dem Essen übergeben. Sie ist inzwischen so schwach, dass ich weinen möchte. Sie sagt, bei Nacht höre sie draußen Stimmen. Sie sagt, sie möchte Fleisch essen. Wo soll ich Fleisch hernehmen? Morgen werde ich das Haus gegen Plünderer verbarrikadieren. 21. Oktober. Die Männer mit den Schaufelladern haben aufgehört, das Massengrab auszuheben. Ich habe letzte Nacht Schreie gehört, als ob sie angegriffen wurden. Jetzt gibt es nur noch Boote, die Tag und Nacht Leichen in das riesige Loch werfen. Der Gestank ist furchtbar. Wir hätten das Haus schon vor einer Woche verlassen sollen, doch Becky, sie weigert sich zu gehen. Sie würde lieber sterben, hat sie mit einem scheußlichen Lächeln gesagt. Wieso quält sie mich so? 22. Oktober. Becky hat mich eben angefallen. Sie hat mich von der Treppe aus angesprungen und hat versucht, mich zu beißen. Ich musste sie schlagen und sie hat zurückgeschlagen. Ich bin nach oben geflüchtet und habe mich im Schlafzimmer eingesperrt. Ich höre sie jetzt unten jammern und etwas murmeln. Ich habe die Waffe geholt, die ich seit dem Krieg zum Schutz des Hauses über der Zimmerdecke verstecke. Ich bin jetzt tatsächlich bereit, sie einzusetzen, um mich von meiner eigenen Ehefrau zu schützen. 23. Oktober. Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Becky hat die ganze Nacht hindurch an der Tür gekratzt, mich um Hilfe gebeten und angefleht, sie zu öffnen. Aber ich habe zu viel Angst. Ich warte jetzt nur noch auf ihren Tod. Es dauert nicht mehr lange. Ich bete, dass Gott es bald beenden wird. 24. Oktober. Heute Morgen war ich so hungrig. Ich habe versucht, runterzugehen. Becky hat dem Sessel beim Kamin gesessen. Sie hat wie ein Hund gehechelt und mich beobachtet, ohne sich zu bewegen. Nur ihre Augen sind mir durch den Raum gefolgt. Ich habe mit der Waffe auf ihr wundes Gesicht gezielt, doch sie hat nichts getan. Ich konnte nicht abdrücken. Ich bin zurück in mein Zimmer gegangen. 25. Oktober. Das Haus ist still, wie ein Grab. Keine Geräusche mehr. Becky ist jetzt tot. Vergib mir, meine Liebe. Ich konnte dich nicht retten. Ich werde früh genug wieder bei dir sein. Ach ja, immer diese traurigen Geschichten. Nun gut, dann legen wir uns jetzt schlafen, würde ich sagen. Ups. Entschuldigt, da wollte ich jetzt eigentlich gerade gar nicht hin. Nee, zum Hauptmenü wollte ich jetzt eigentlich nicht. Entschuldigung. This makes no sense. None of it. No sense at all. It's a nightmare. That's it. So be it.
Rational thinking only. Ich will aber nicht schießen. Ich muss schießen. Ja, das ist der Prolog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir gehen jetzt auch wieder tschüss und so. Nein, Scherz. Jetzt fängt es gerade erst an. Wo ist eigentlich der Rest hin? Hi, Benza. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is. As mad as the moon. Who takes blood in sunlight into a glowing reflection. So, Entwicklung. Betten im Unterschlupf ermöglichen es dir, dich zu entwickeln und auszuruhen. Sammle Erfahrungspunkte, die Stufe aufzusteigen, um deine Vampirsinn zu verbessern. Jo. Dann tun wir erstmal die erste Fähigkeit hier entwickeln. Und wir können eigentlich noch eine lustige Fähigkeit entwickeln, kampftechnisch. Ja, aber Border war doch da und Emery war da. Wo sind die denn jetzt schon wieder alle hin? Und Nellu war auch da. Wo ist denn der jetzt auch schon wieder hin? Langweilig euch so sehr. Schief. So. Bestätigen. Ja, bestätigen. Ach so. Ich habe das Spiel auch schon ewig lange im Auge. If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here. My head's spinning. Oi! Come out, you coward! It's locked. Clever fucking beast. Ist hier noch irgendwo was? Oh ja, hier ist noch was. Schön. Abgenutzter Pflock. Sowas will man ja als Vampir immer gerne haben. Einen abgenutzten Pflock. Und das haben wir nichts mehr. Okay. I'm still in Southwark. I must die, Vermin! A strength I never knew I had. He's dead, all right. Okay. Okay, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte ihn eigentlich bedingsten. Ich hab das voll verkackt, wisst ihr das? Muss mich ja gerade wieder an die Steuerung gewöhnen. I feel like a child learning the limits of my body. Oh.
erstmal hier schön aussaugen. Blut ist wichtig, um die Fähigkeiten anzu... Ah! Wenden, die wir haben. Und es macht natürlich auch Schaden, selbstverständlich. Ich muss mich gerade erst wieder in die Steuerung reinfinden. Der hat was dabei gehabt. Und der hat auch noch was. Dinge, die wir aufheben können, das ist immer wieder schön. Da freut man sich immer drüber. So, was haben wir hier? Motor Mechan Service. Ja. Wo sind wir denn hier? Hallo, was bist du denn? Schließen Sie sich dem Trupp an. König und Vaterland brauchen Sie. Schließen Sie sich dem britischen Trupp an und helfen Sie unseren tapferen Jungs an der Front. Okay. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. Was haben wir hier? König und Vaterland brauchen sie. Schließen sie sich und helfen sie. Also wahrscheinlich dasselbe, was da auch stand. Mit dem anderen Plakat. Schließen sie sich jetzt unseren Truppen an. Und hier? Oh, wir haben hier Dinge zum... Oh ja, yeah, Ratten. Yum, 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 yum. First, I cannot enter. It's locked, all right. Hier müssen wir noch irgendwo den Schlüssel dafür finden. Ich glaube nicht, dass man hier wieder zurückkommt, oder nicht? Aber ich würde eigentlich schon gerne rein. Denn das ist offen. Oh ja, wir brauchen hier unseren tollen... The dizziness from the jump. I can now control it. Aber hier geht's wieder nicht zu. Enter. Wieso ist das hier zu? Das ist doch so doof, ne? Was haben wir hier? Suppe. Geld. Geld ist immer gut. Geld regiert die Welt. Das wissen wir ja schon. Hier ist nichts drin. Gut, okay. Hier noch irgendwas? Also eine Lampe haben wir nicht und eine gute Nachtsicht haben wir auch nicht, wirklich. Das will ein Vampir sein? Naja. London have to say to me? Haben wir hier sonst noch? Oh, Geld. Geld ist gut. I've so many questions unanswered. Ja, ich glaube, das ist immer so, wenn man plötzlich wieder aufwacht, wo man eigentlich tot sein sollte. Also eigentlich, guten Morgen und so, warum bin ich schon wieder wach? Eigentlich wurde ich doch gerade angefallen und so. Has been drained of all blood. But I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. Fresh blood. The smell is so strong. Und deswegen gehen wir jetzt auch hier. Da hat jemand seine Hand dran gepackt. According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Oh, ich bin jetzt hier oben. Oh, ich habe einen neuen Unterschlupf gefunden. Das ist schön.
Unterschlüpfe sind immer praktisch. Hier kann man LP verteilen und Sachen auffüllen, die man vielleicht brauchen kann. Wie zum Beispiel Munition oder Sachen craften. Das ist immer praktisch. Jo. Okay, was haben wir hier? Wir können noch nicht wirklich was aufwerten oder so. Wir haben noch nicht wirklich was dazu. Aber das macht ja nichts. Es reicht ja, wenn wir den Rest davon haben. Hier ist nichts mehr, da ist alles zugestellt, okay. Ansonsten haben wir hier nichts, ja? Okay. Dann legen wir uns mal ganz kurz hin. Gucken, ob wir noch ein bisschen was aufwerten können. Wir hätten hier Sachen wie Körper, das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Gesundheit und psychische Stärke und so weiter und so fort, das sind halt schon Sachen, die wichtig sind. Was ich aber auch sehr wichtig hier finde, und das ist, weil ich es halt häufig benutze, ist der Biss. 100% mehr Schaden, schnellere Regeneration. Und ich glaube, ich will jetzt erstmal, dass der mehr Schaden macht. Und wenn ich dann genug Punkte habe, kann ich den ja auch noch mehr Blut rausziehen dann auch. Dann brauche ich auch nicht wirklich... Victims oder so aussaugen. Wobei, es gibt halt keine XP, wenn ich halt nur die Typen dafür benutze. Aber ihr wolltet ja, dass ich schweren Weg mache. Hallo Markus. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Um was es hier geht, ist eigentlich recht einfach. Der Typ hier, den wir hier spielen, der so ein bisschen abgeranzt aussieht, ist gerade zwischen ein paar Leichen aufgewacht und muss jetzt gucken, wo er eigentlich herkommt und warum er eigentlich da ist. Und ja, wir wissen noch nicht gerade viel. Wir haben gerade erst angefangen. Also, wir hören aber ein Baby schreien. At last, a little life. Hallo. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is gonna be another long night. Lange Nacht. Why is it going to be a long night? You must be new around here. Don't you know about the murders? Über die Mörder. Tell me more about these murders. Every morning for the last few weeks, bodies have been found. And those poor sods didn't die of flu. Do the police have any leads on a suspect? Even before the outbreak, coppers never came round here. We're on our own. People die in these parts all the time and no one cares. Ja, ja, ja. Da liegst du durchaus richtig. Was ist das für ein Ort? Where is this place? Hätte ich vielleicht erst fragen sollen. Sir, the turquoise turtle. The last ray of light in this dangerous part of town. Aren't you scared? Scared of what? All the bad shit happens out on the foggy streets. Total, Markus. And I never go outside. So you're open all night? Yep. Figured people might need a place to rest in these dark times. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. Been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Wir möchten jetzt erstmal fragen, wer es ist. What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. Okay. Und wie lange How ist er has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. Okay. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business. You hear me? This is a respectable establishment. Okay. He didn't deserve this. Hello. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse.
Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle. Okay. This is important, sir. Yes, weird. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Who is this sewer dog? It's a local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. Okay. Na dann. I'll leave you to your bottle then. Viel Spaß mit deiner Bottle. Er hat die ganze Nacht die Flasche liebkost. Das ist irgendwie weird. No place for you. Prewed has several patrols roaming the area. They do not pursue me. They're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Sie hat gute Ohren. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm, saith the vampire. Present yourself. I need a word. With anyone. Oh. Well, that's something I can do for you. Newborn! Yay! Ich finde es schön, dass das alles vertont ist. Wenn ich ehrlich bin. Helsing! Nein, das ist nicht Helsing, glaube ich. And Dr. Edgar Swanson. Swansea. Ich weiß nicht. Might I at least learn the reason of your presence? That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Something, someone is molesting people. In fact, killing them, biting them. The calling card of a vampire. Like you. Ciao. Du bist doch gerade erst gekommen für sie, beziehungsweise hallo erstmal für sie. Sie scheinen sich ja auszukennen. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. Okay. Nee, das then help das me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor? That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Ja, ich denke mal schon. A shadow, indeed. Yet I heard his voice in my head. There was a moment I believed I was mad. You should let me handle this affair. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. He's mine. How do you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer?
Ich will Antworten. I will at last have the answers to my questions. Das ist, glaube ich, so, dass ich versuche mich in die Figur einzunehmen. Weil ich denke mal, wenn ich jetzt in seiner Lage wäre, wir gehen jetzt mal davon aus, ne? Dann würde ich als allererstes wollen, dass man mir sagt, was eigentlich los ist. Hat nee, nicht gerade eine Frau noch gesprochen? Das war wahrscheinlich die unten. Wer ist hier noch drin? It's locked, all right. Die Tür ist verschlossen. Okay. Dann tschüssi. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Wo ist denn die Bedienung? Da hinten ist die Bedienung. Hallo. Evening, sir. Weißt du bestimmt was? I have a few questions for you. Well, if you must. Okay, was ist hier los? What's going on around here? Erstmal eine wichtige Frage. First the epidemic, now all these terrible murders. Ja, das hatten wir ja gerade bei dem anderen schon. Ja, jetzt. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. Okay. Erzählen Sie mir von ihm. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor who worked at the cannon factory before he lost that job. A nice bloke, really. He's never been violent. Until tonight. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one here. They used to be good mates. But recently, Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Ist eigentlich die Sprache... korrekt. Also ich weiß nicht, wer sich so geschichtlich so ein bisschen auskennt bei euch, aber mich würde halt wirklich interessieren, ob der Dialekt, den sie sprechen, irgendwie akkurat ist. Also dass es halt passt von früher. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Mister. Who is he? William. Just an old sailor who loves his gin too much. Cool. Setzt dann automatisch he worked for years at the cannon factory before it closed. Wie verhielt er sich heute Nacht? How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Is he dangerous? Yeah. Like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist einfach so ein Instinkt oder so. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What do you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong. Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Naja, Amon, es ist ja so, dass die Entwickler tatsächlich versucht haben, möglichst akkurat geschichtlich zu bleiben. Weil das ist ja jetzt hier, ich glaube, Zweiter Weltkrieg oder so? Oder Erster?
Ich weiß es nicht mehr genau. Also ich müsste mal zeitlinientechnisch mal gucken. Aber im Prinzip ist es ja eigentlich eine existierende Zeit, in die man halt Vampire gepackt hat. I will get to the bottom of this intrigue. Was haben wir denn hier? Briten arbeiten Hand in Hand. Wir suchen Arbeiter, die technische oder verwandte Berufe gelernt haben. Melden sie sich noch heute freiwillig für die Rüstungsindustrie. Unterstützen die Männer an der Front mit ausreichend Munition. Ihr werdet genug verdienen an die Fließbänder und versorgt die Front. Also es ist auf jeden Fall ein Krieg. Ich bin mir wie gesagt gerade nicht sicher. Erster oder Zweiter Weltkrieg. Ich glaube eher Erster. So vom Grad der Technik. Wobei Lampen, naja. The body is still warm. This man has just been drained of blood. Notiz nehmen. Die Notiz ist echt wichtig. Some sort of note. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Was haben wir kleidungstechnisch? This man was armed. He tried to defend himself. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. Okay, dann nehmen wir weiter. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Jo, aber wir haben, glaube ich, einen neuen Beweis gefunden. Ich weiß jetzt nicht, wo die genau sind. Nicht bei links? Ich glaube, die sind in den Taschen. Ja, hier. Befehle der Wache von Prevan betreffen mehrere Tode bei den Docks. Wir glauben, dass ein dreckiger Blutsauger seine Finger im Spiel hat. Findet das Biest. Schaltet es aus und zwar schnell. Achtung! Laut jüngsten Berichten ist der Vampir äußerst brutal. Nähert euch nur mit großer Vorsicht. Ich weiß, dass wir in diesem Teil der Stadt nur zu wenige Männer haben. Doch schickt keine Anfänger los, um der Sache nachzugehen. Wenn ich recht habe, tötet dieser Wilde jede Nacht. Sucht wie immer zuerst verlassene Orte ab. Also alte Häuser, Keller und Kanalisation oder Lagerhäuser. Vernichtet den Blutsauger, Brüder. Okay. These men, they're a company of professional vampire hunters. Danke, Rare. Also Zweiter Weltkrieg, ja. Gut. Ich bin mir geschichtlich immer nie so sicher, weil ich halt geschichtlich absolute Niete bin. Also wirklich. Bin ich halt echt. Ich will jetzt erstmal hier gucken, noch ein bisschen rumgucken, was hier noch so ist. Aber sieht nicht wirklich nach viel aus, was hier noch so ist. Dann doch Erster. Also der ist in die Richtung abgehauen. Ja, dann war ich doch irgendwie richtig, aber irgendwie sehe ich jetzt auch nicht wirklich mehr eine Blutspur. Na. So ein Chaos. Oh, was haben wir hier? Kann ich klopfen? Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. 103 Meter oder 2 Meter. Okay, ich muss wahrscheinlich doch auf die andere Seite vom Pier. Okay. War mir gerade nur Schuhe. Na gut. Dann effen wir mal. Hui.
schleiche ich denn? Kann ich überhaupt schleichen? Keine Ahnung. Ich habe jetzt, glaube ich, jede Taste gedrückt und er hat hier nichts gemacht. Mal schön, wenn es in einem Tutorial nicht erklärt wird, wie man schleicht. Ja, puh, du kannst einen Konterangriff machen, wenn du nicht im Kampf bist. Aber hey! Geh einfach weg, okay? Lass mich einfach in Frieden. Wie wär's? Gibt's hier irgendwo noch was Tolles? Ja, Geld. Geld ist immer gut. Nein, da passiert überhaupt nichts. Das tut nur Leute an. Dingsen. Ach, das gucke ich dann irgendwann mal nach. Kein Bock jetzt da ewig lang zu quägeln. Ja, ich habe quägeln gesagt. Kann ich das? Ja, es geht. Cool. Cool. Das ist nice. Jetzt warten wir mal. Puff. Machen wir es uns doch leichter. Wir brauchen uns doch hier nicht ewig lang mit den dummen Typen rumschlagen. Wenn wir es uns leicht machen können. Hast du noch irgendwas bei, Typi? Nee, du hast auch nichts mehr bei. Doch, da ist noch was drin. Haha! Eine Schusswaffe. Sehr cool. Okay. Oh, hier haben wir noch einen Trade offen. Sie lassen sich damit auch recht einfach sehen, die Dinger. Weil alles grau und schwarz-weiß ist. Da geht es ein bisschen einfacher, glaube ich. So, hier war doch auch noch einer. Zack, meins. 3, 2, 1, meins. So, jetzt muss ich allerdings trotzdem mal ganz kurz gucken wegen Controls und Steuerung. Nein, ich will nicht zum Ding, sondern ich will tatsächlich... Q. Es ist vor Faktor Q. Hallo, Nuwe. So, jetzt erstmal hier. Erstmal hier die Typen aussaugen. Bringt halt voll viel, ne? Und davon abgesehen, dass ich dann halt voll viel Punkte habe. Aber, also, das ist ja nichts Negatives, aber es ist Positives, dass ich dann viel Punkte habe zum Benutzen meiner Fähigkeiten. Das ist immer schon schön, sowas. Komm her, neues Sammelobjekt. Was gucken wir dann mal an? Neue Praktikanten, neue Taktiken. Ich weiß, manche unserer Gefährten glauben... Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich weiß, manche unserer Gefährten glauben, ihre größter Vorteil im Kampf gegen die Blutsauger sei sie tagsüber nicht, dass sie tagsüber, nee, sei, dass sie tagsüber nicht rausgehen. So passt schon. Also können wir ihr Verstecke suchen und sie ausschalten, während sie hilflos schlafen. Das ist ein Anfängerfehler. Erstmal sind Vampire listig und sie haben viele Finden und Tricks parat,
um in ihren Verstecken nicht gefunden zu werden. Zweitens stellen sie gefährliche Fallen, um jene, die in ihren kostbaren Rückzugsort eindringen, zu töten. Es würde zu viel Zeit und zu viel Leben kosten, Vampire in ihrem Verstecken zu finden und auszulöschen. Die beste Taktik ist, ihnen zu folgen und sie zu vernichten, wenn sie wirklich am verwundbarsten sind. Nachts, wenn sie jagen, dann ist es einfacher, sie anzugreifen, da sie leicht entdeckt werden können. Deshalb muss die Wache von Priven neue Taktiken zur Jagd auf die Blutsauger entwickeln und anwenden. Kleine, bewegliche Patrouillen und die Taktiken, die wissenschaftlichen Fortschritt und moderne Kommunikationswege nutzen. Wir können viel vom Krieg in Frankreich lernen. Neue Strategien, neue Ausrüstung und neue Waffen, Granaten, weißer Phosphor, ultraviolettes Licht, kugelsichere Westen und Flammenwerfer. Die Wache von Priven muss im 20. Jahrhundert ankommen. Aus einem neuen Krieg von Jeffrey McCollum, angeführter Anführer der Wachen von Priven. Okay. Aber das heißt ja dann, zeittechnisch sind wir dann doch eher im Zweiten Weltkrieg, wenn die sagen im 20. Jahrhundert. Oder nicht? Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist verwirrend. Äußerst verwirrend. Aber ist das nicht herrlich, so viel Verwirrtheit? Na komm. Ja, aber wer sagt dir, dass es die spanische Grippe war? Also ich meine, es kann ja auch irgendeine andere Influenza-Krankheit gewesen sein oder was auch immer. Es kann auch die Pest gewesen sein, wer weiß das schon so genau. Ich meine, relativ offensichtlich ist es doch, dass er vom Zweiten Weltkrieg redet und nicht vom Ersten, oder etwa nicht? Ich bin verwirrt. Ich habe sowieso keine Ahnung. Ich bin geschichtstechnisch so absolut nicht vorhanden. Ich finde es ganz cool, dass man sie so aufwerten kann, aber mir fehlen eindeutig noch einiges an Zeugs. Die möchte ich nämlich auf jeden Fall aufwerten, weil es ein Shotgun ist und eine Shotgun ist immer ganz praktisch, vor allen Dingen gegen dicke Viecher. Ich weiß ja nicht, was mich da sonst noch so erwartet. Wie gesagt, ich habe das Spiel nur so einen kleinen Teil gespielt. Also wirklich halt nur die ersten paar Sachen. Und deswegen wäre es halt ganz praktisch. Da ist noch irgendwas auf dem Stuhl. Ah, das kann ich nicht benutzen. Okay. Hätte ja sein können. Was soll ich sagen? Also deswegen finde ich das halt schon ganz praktisch. Mit dem ganzen Zeugs. Ich würde das hier leveln, ne? Und ich habe vor, diesmal auf jeden Fall nicht wirklich Fehler zu machen. Also ich versuche zumindest, möglichst wenig Fehler zu machen. Oh, vor allen Dingen in der Konversation mit den Menschen. Halt in meinem eigenen Playthrough, den ich halt gemacht habe. Beziehungsweise ich habe den ja nicht abgeschlossen, sondern ich habe halt nur ein bisschen reingespielt. War es halt so, dass ich halt viele Fehler gemacht habe in der Kommunikation mit den anderen Menschen, weil ich halt von mir ausgegangen bin und das war halt der Fehler eigentlich. Dummy! I can't believe I'm doing this. Das ist Vampir. Ein Spiel von den Typen, die Life is Strange gemacht haben. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy.
Cool. Abgenutzte Sense. Das ist auf jeden Fall was Cooles. Kann ich die benutzen? Sexy. Ach, die sind Zweihandwaffen. Okay, cool. This place reeks of bloodshed. William, please stop. This creature is bedeviled. I must put it down. Warte. Ich muss ihn anvisieren. Oh, das used verdammt viel Ausdauer. Ein historisches Spiel, wo deine Entscheidungen Auswirkungen haben auf den Spielverlauf. Also ob du jetzt jemanden tötest oder so. Das ist halt alles. Ah! Würdest du mal bitte aufhören, du blödes Scheißvieh? Diesmal nicht, du Drecksi. Okay. The Lord is my shelter, okay. Gucken wir mal, was wir hier noch so finden. Ja, wir sind uns noch nicht ganz sicher, wenn wir ehrlich sind. Also, zum einen haben wir hier die spanische, also wir vermuten, dass es die spanische Grippe. Zum anderen spricht er halt so vom 20. Jahrhundert, beziehungsweise die Typen, die hier so rumgurken. Deswegen sind wir nicht ganz sicher, welcher Weltkrieg das ist. Mr. Hampton, are you in there? We knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. No. And a lady. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Ich mag sie jetzt schon. Die ist cool. Sie haben zumindest sehr versucht, in einem guten Setting zu setzen. Also wie gesagt, wir sind uns nicht sicher. George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please. I almost tend to my fold. My flock needs me. Yes, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Ja, das ist vielleicht eine sehr gute Sache. This poor creature can't be my maker. Could it be some... Warte. Ah, jetzt habe ich mich natürlich mal wieder verkackt. War, glaube ich, Inventor. Und das war dann, glaube ich, hier. Ja, hier. Blutprobe von William Bishop. Eine Probe von William Bishops Blut. Nur ein Röhrchen. Okay.
entschuldigt bitte. Ich muss ab und zu mal noch ein kleines Pferd tippen. Weil nämlich, ach ja, Dinge, die meiner Aufmerksamkeit nicht entgehen sollten. So. Gut. Glückskeks auf zwei Beinen. Wer ist Glückskeks auf zwei Beinen? I must find a place to analyze the blood. Na gut, dann gehen wir erstmal mit dem netten Doktor. Hallo! Guten Tag! Und so weit habe ich übrigens gespielt. Ab jetzt bin ich blind. Also, nicht ganz blind. Also die ersten zwei Gespräche habe ich glaube ich noch gemacht und was. Ach so, ja, ja. Nein, ich finde sie cool. Die ist super nice. Nuwe, erinnerst du dich an die Pots aus Nier Automata? Er ist ein Pot. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that... Skull, you must know who she is. And I thought you were a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended three of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed. Take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Das ist keine dumme Idee. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan. This is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall cool, dass er sagt, er möchte, dass er in diesem Hospital arbeitet. Krankenhaus. Mir ist gerade das deutsche Wort für Hospital nicht mehr eingefallen. Was irgendwie weird ist.
Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. For I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost two more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Da hast du recht, Nube. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Der Typ ist auch schon ein bisschen weird. So, was haben wir denn hier noch? Aktualisierung der Mission. Hat jemand abgestochen? Rotten or crusty, each heart contains the seed of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite! Sir, please! You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass! I've a mind to let you bleed out. Good luck then, sir. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes, that's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Okay. Die Blutqualität deutet an, wie viel EP du von einem bestimmten Bürger erhältst. Ja, die Blutqualität ist, dass du mehr EP erhältst. Um das Blut an der Beute auszusaugen, musst du sie zu ihr nächsten in den Bann ziehen und sie so zu eine Stelle führen, die andere Bürger nicht sehen können. Eine Bandstufe muss genauso hoch sein wie oder höher als der Wissenschaften des Bürgers. Drücke Q, um Clay in den Bann zu ziehen. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Aber ich glaube nicht, dass ich ihn... Also, wir haben ja gesagt, wir töten jemanden. Ja. Muss ich den bis hierhin bringen? Oder wie, wohin muss ich den bringen? Keine Ahnung. Ach, hier. Okay, drücke... linke Maustaste wäre und wähle, ob du Clay entweder aussaugen oder loslassen möchtest. Wenn du ihn aussaugst, würde er dir eine große Menge EP gewähren. Jedoch hat das Konsequenzen. Sei dir dessen bewusst. Je mehr du über die Bürger weißt, desto mehr Hinweise du über sie findest, desto mehr EP geben sie dir. Ich möchte ihn loslassen, weil wir haben ja gesagt, wir dürfen keinen töten. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Ich werde keinen weiteren töten. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go. But no famished hunter can run for long. Es wird uns sehr viele Nachteile geben, wenn wir die Leute ziehen lassen, aber hey! Es würde ja weniger Spaß machen sonst. Ne? Vor allen Dingen euch. Ich will doch hier hoch. Los! Lasch mich hier hoch! Guten Tag!
Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Ich habe ein paar Fragen. I would like to ask a few questions first. Wie geht es Mr. Hampton? Das ist wichtig. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? When you accepted the job from him, I thought you would have known about your employer. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. Okay. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. Na dann. Da mag wohl jemand den Dr. Swansea. Das mit dem Raum, das habe ich mir gemerkt. Also dementsprechend brauche ich sie deswegen nicht nochmal rumfragen. Aber vielleicht kann ich mich ja hier nochmal umgucken. Vielleicht habe ich ja hier noch irgendwas, was ich finden kann. Und dir scheint es nicht gut zu gehen hier draußen. Haben die nicht wirklich viel Platz, vermute ich mal. Na, ihm kann es letztendlich egal sein, wo er jetzt irgendwie ärztlich tätig wird. Ich meine, ich glaube nicht, dass er noch erkältet werden kann oder Grippe kriegen oder so. Oh, deine Schwester liegt gleich im Zelt nebenan, ne? Oh, und dein Bruder liegt auch hier gleich. Ja, sorry, nein. Ich versuche hier gerade noch ein bisschen Spaß mit reinzubringen. Wegen der Grippe nimmt dieses Krankenhaus keine weiteren Patienten auf. Der Krankenhaus ist voll. Bitte kehren Sie wieder heim. Okay. Das klingt nach einer traurigen Sache. Da hinten ist noch was zum Klauen. Klauen ist ganz wichtig. Denn wir wissen ja, wie wir es in jedem Spiel kennen, ne? So Witcher oder sonst was. Es ist wichtig, Dinge mitzunehmen. Egal, ob sie jemandem gehören oder nicht. Okay. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein freies Bett. Da ist wohl gerade jemand gestorben. Na, sie haben mir gesagt, das ist. Sie haben wieder drei Patienten verloren. Also dementsprechend wird es wahrscheinlich immer häufiger Schwund geben, vor allen Dingen wegen eben der Epidemie. Mhm. Hey. Good evening, sir. Kumpel, na? I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war. Carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Oh, er hat mit ihm kann man I'd handeln. Like to see your wise choice, Dr. Reed. Was haben wir denn hier? Ein bisschen Zeugs haben wir hier noch. Das ist ja.
Sorry. Wie gesagt, ich bin nebenher immer noch ein bisschen teilbeschäftigt. Das ist heute, irgendwie ist heute der Wurm drin. So, was haben wir dann hier? Dein Teil eines gewöhnlichen Griffs. Patronen. Eine neue Waffe. Schrotflinte. Wow, 315. Wie viel haben wir momentan? Keine Ahnung. 69. Wow, bis wir die uns leisten können, dauert das noch eine Weile. Und wieso willst du gleich die Wetten auf meinen Tod legen eigentlich, Nube? Ja, ich würde mich jetzt gleich erstmal mit den ganzen Leuten unterhalten. Auch vorher gehe ich nach oben in mein Zimmer. Und ja, guck erstmal, ob ich alles Mögliche hier habe. So. This must be the place. Ach so. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Ja. The flower's dying. It needs water. Was brauchen wir denn? Ja, analysieren. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Cool. The sun is about to rise. Was habe ich jetzt ausgemacht? Wo habe ich. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin, glaube ich, irgendwo aus Versehen drauf gekommen, wo ich nicht hätte drauf kommen sollen. News! Was lädt der irgendwas? Ich habe keine Ahnung, was er lädt. Ah! Neues Outfit. Ach so! Das ist dann der Spind. Okay, ich verstehe. Oh, wir haben hier einen Artikel über Ikern. Es ist eine seltene Gelegenheit und beinahe ein Privileg, sich einem Vampir zu nähern. Ihr faszinierende physischen und psychologischen Merkmale mit wissenschaftlichen und rationalen Augen zu betrachten. Hier sind ein paar der interessantesten Fähigkeiten, die ich persönlich beobachtet habe, wenn ich über die letzten 10 Jahre Vampire oder Ikerns, wie sie sich selber nennen, befragt habe. Übernatürliche Geschwindigkeit. Ein Vampir kann sich in jeder Lage wie ein Sterblicher verhalten und bewegen, aber ein geübter Blick erkennt, dass sie besonders scharfsinnig sind und schneller als jeder Sterbliche reagieren können. In einigen seltenen Situationen, Furcht, Überraschung, Fluchtbedürfnis, sah ich, wie ein Vampir sich so schnell bewegte, als würde er einfach verschwinden und woanders wieder auftauchen. Das menschliche Auge kann ihren Bewegungen nicht folgen, wenn sie so schnell sind, doch zaubern sie nicht und lösen sie sich auch nicht auf. Es ist nur ihre übernatürliche Geschwindigkeit. Für mich ist es dieses katzenartige Eigenschaften. Sie können so schneller und weiter als wir rennen, springen und ausweichen. Ich habe physikalische Grenzen gebunden. Und dass sie an physikalische Grenzen gebunden sind. Okay, ich muss den Bericht wohl da lesen. Dann kann ich nämlich runterscrollen. Nee, Gott sei Dank nicht. Mesmerismus, einer der mächtigen Flüche der Vampire, ist es, Sterbliche dazu zu zwingen, ihnen zu gehorchen. Ich nenne dieses Mesmerismus. Es hat aber nichts mit den Fähigkeiten der Sterblichen zu tun, ein Subjekt in einen anderen mentalen Zustand zu versetzen. Ein Vampir kann den Willen eines Sterblichen beliebig beugen und sogar brechen. Ein Vampir, den ich befragte, sagte mir, dass je mehr sich das als Subjekt wehrt, desto dauerhafter wäre der Schaden. Dein Vampir wortwörtlich die Psyche eines Opfers zergliedern kann. Derselbe Vampir erklärte mir, es brauche Zeit, diese Fähigkeit zu meistern. Je nach Subjekt könne das Ergebnis außerdem stark variieren. Eine falsche Erinnerung einpflanzen, ein schmerzhafte Löschen. Die Möglichkeit seien unbegrenzt und beängstigend. Gespür für Blut. Dies ist wohl die schädlichste aller Eigenschaften, da aus ihr so viel Tragödien für die Vampire und für uns entstanden sind. Vampire gieren nach Blut. Sie müssen sich mit ihrem Willen selbst unterdrücken, um nicht fieberhaft jedem Tropfen Blut nachzujagen, den sie gewahr werden. Es erhält
Sie aufrecht. Nur durch Blut können sie ihre übernatürlichen Fähigkeiten voll ausschöpfen. Obwohl er nicht durch Unterernährung oder Durst sterben kann, kann ein ausgehungerter Vampir sehr schwach sein. Dieser Trieb, dieses Verlangen nach Blut erklärt ebenfalls, warum es Vampire derart in Erregung versetzt. Ein Vampir gestand mir, der Geruch und die Anziehungskraft von Blut seien so stark, dass sie ihn manchmal blind mache. Wenn er sich konzentriert, kann ein Vampir das Blut um sich herum fast sehen, in warmen Körpern, durch Wände hindurch, am vermeintlich sauberen Waffen, etc. Derselbe Vampir verriet mir, dass er so sehe, ob Sterbliche gesundes Blut haben oder krank seien, dass er in seiner Umgebung in manchen Fällen Krankheiten, infizierte Kleidung und blutige Gegenstände erkennen könne. Sollen diese wahr sein, würde die Eigenschaft in der Medizin ungezählte Anwendungen finden. Es wäre kaum zu glauben. Ja. Klingt doch nach einem Plan, würde ich mal sagen, ne? So, haben wir hier noch irgendwas rumfliegen? Außer diese Truhe, wo wir nur Dinge auffüllen können. Ansonsten haben wir noch eine Schachtel, da haben wir noch was rausgekriegt. Und jetzt können wir uns hinlegen. Juhu! Juhu, schlafen! Gut, was haben wir denn hier? Wir haben 650 Punkte. Ich würde gerne ein paar Punkte hier, wie gesagt, in Gesundheit investieren. Dann können wir ein bisschen länger durchhalten. Dann sind wir nicht ganz so anfällig vor allen Dingen. Was ich auch noch gerne machen würde, ist auch ein bisschen in taktische Sachen zu investieren. Das kommt dann aber later on. Und ja. Das auf jeden Fall auch eine interessante Fähigkeit ist, die ich wahrscheinlich auch irgendwann und das, wie gesagt, die würde mich halt auch noch interessieren, so vom Gesamtding her. Ja, eigentlich schon, ne? So, Vampire sind eigentlich die perfekten Ärzte. Gut, was haben wir denn sonst noch? Ja, wir bestätigen jetzt erstmal das. Und gucken mal, dass wir so die nächsten Sachen kriegen. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. What about my thirst for blood? Ja, das musst du mit dir selber klären, mein Freund. Was du mit deinem Durst machst. Was haben wir denn hier? Eine Swansea-Nachricht haben wir hier. Verehrter Jonathan, Schwester Dorothy hat auf meine Weisung hin ein Büro für Sie im ersten Stock eingerichtet. Bitte entschuldigen Sie die dürftige Ausstattung, doch das Pembroke Hospital ist keinesfalls ein Ritz. Es tut mir auch leid, dass Sie das Büro allein suchen müssen. Ich muss noch etwas schlafen, bevor ich weiterarbeite. Ich bin eben nur ein Sterblicher. Ich habe zusätzlich verordnet, man solle Sie etwas ausruhen lassen und niemals Ihren Raum betreten. Sie können ohne Störung tagsüber schlafen und ohne Verdacht zu erwecken, nachts arbeiten. Ich fürchte, hier ist alles etwas unordentlich, aber wenigstens können Sie hier Ihre Experimente selbstständig durchführen. Ihnen wird das offene Fenster mit dem Gerüst davor auffallen. Es ermöglicht Ihnen jederzeit unbemerkt im Krankenhaus ein- und auszugehen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie fürchterlich neu und verstörend all das für Sie sein muss. Glauben Sie mir, ich habe genug über die Spezies geforscht, um zu verstehen, dass was Sie nun durchmachen und fühlen müssen. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Sie bei dieser Prüfung zu unterstützen. Seien Sie versichert, dass Sie mit alledem nicht alleine dastehen. Ich bin froh, dass Sie in diesen finsteren Zeiten getroffen zu haben. Unsere zukünftige Zusammenarbeit hat sicherlich bedeutende Früchte tragen. Willkommen in Pembroke, geschätzter Kollege. Wir sollten uns bald unterhalten. Mit freundlichen Grüßen. Edgar Griffith Swansea. PS, ich habe Ihnen einige Notizen über meine Entdeckung über Icon dagelassen. Diese können Sie lesen, wenn Sie eine Orientierungshilfe brauchen, wenden Sie dieses Wissen aber nicht um
mich zu übervorteilen. Ja, gut. Ja, was für ein Zufall. Was willst du denn? Was hast du denn für Probleme? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war, and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. Okay. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Mal gucken, now, where's ob the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke. And space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way. Thank you, nurse. Mir, Dr. Tippett, Dr. Stickland, Dr. Arkio. Okay. Eine abgenutzte Säge. Mir, noch eine Notiz. Patient Thomas Elwood, männlich, Alter 28, Dr. Tippett, genesen, die Einlieferung 16. September, noch offen. Anmerkung, das Gesicht des Patienten ist durch einen Bombentreffer im Krieg stark verbrannt und stellt selbst unter den Einfluss stärksten Beruhigungsmittel, verursacht ihm die Wunde laut eigenen Angaben regelmäßig starke Schmerzen. Es sei, als ob die Flammen noch immer unter der Haut brennen, sagt er. Und Untersuchung des Narbengewebes geben keinerlei Aufschluss auf Entzündung, Infektion oder Schwellungen. Die Narben sind in Ordnung, könnte es ein Fall fortdauernder Nervenschädigung sein. Der Patient gibt sich unentwegt selbst die Schuld an seiner Entstellung. Leidet er vielleicht an Überlebensschuldsyndrom, an Phantomschmerzen, die sich der Bestrafung dafür manifestieren, dass er nicht gemeinsam mit seinen Kameraden den Tod gefunden hat? Ja, gut, kann natürlich sein. Wissen wir natürlich nicht. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier keine irgendwelchen Crates, oder? Crates? Nein? Okay. Na, wir haben hier ein paar Menschen. Okay. Dann gucken wir mal, wer hier denn alles wohnt. Bevor wir hier rübergehen. Sehe jemanden? Aber es sieht aus wie eine Crate. Ja. Oh nein, es ist verschlossen. Los. Ja. Das ist ja auch verschlossen. Das ist nicht verschlossen. Langer Brief. Langer Brief. Dann schauen wir mal, wie lang der denn wirklich ist. Na, so lang ist der ja gar nicht. Hallo Schwesterchen, wie läuft es in der großen Stadt? Hier in Brum ist die Lage nicht so gut. Anscheinend ist die Grippe wieder da. Und in der Nachbarschaft gibt es viele neue Erkrankungen. Erinnerst du dich noch an Miss Shelter, die fiese alte Schnapsdrossel aus dem zweiten Stock? Sie ist vor zwei Tagen gestorben und ihre Wohnung ist bereits wieder vermietet. Mensch, man müsste mir schon eine Menge Geld bieten, damit ich in einem Bett schlafen würde, dem es vor ein paar Stunden eine Frau an der Grippe gestorben ist. Tut mir leid, dass ich mit dieser Beantwortung deines letzten Briefs Zeit gelassen habe, weil der kleine Paul, Mama, Papa und meine Arbeit in der Fabrik mich darauf... derart auf Trab hielten. Heute ist es schwer mit Lesen.
Ich finde kaum Zeit, meine Lieblingsschwester zu schreiben. Übrigens lässt mein Sohnemann Grüße an sein Tantchen Pieper ausrichten. Du solltest den kleinen Quengelkopf mal sehen. Das treibt mich jetzt schon in den Wahnsinn. Und Mama sagt, du sollst ein paar dieser fantastischen Kuchen mitbringen, wenn du das nächste Mal nach Hause kommst. Im letzten Brief schriebst du mir, dass du überlegst, deinen Job im Pembroke zu kündigen. Ich finde, solltest du dir besser zweimal überlegen, Pip, in den Fabriken gibt es immer Arbeit, aber die Löhne sind beschissen. Und so langweilig wie ein Tag ohne Sex. Ah, ich habe einen neuen Freund. Und nein, ich bin keine Schlampe, du Moralapostelin. Wenn du also wirklich hinschmeißen und was Sinnvolles tun willst, als jeden Morgen Tote zu zählen, solltest du vielleicht besser in London bleiben und diese Gruppe beitreten, von der du mir erzählt hast. Diese Wache von Priven oder so, haben noch nie von denen gehört, aber wenn es wirklich eine Art Miliz ist, etwas verändern will, ist es vielleicht das Richtige für dich. Aber spiel bitte nicht die Heldin. Das hat mein armer Billy in Frankreich das Leben gekostet. Er hat so viele Stoßtrupps angeführt. Verdammter Krieg. Wie dem auch sei, könnte es kommen so schnell wie möglich mal wieder her und halte mich bis dahin auf dem Laufenden, wenn es gute Neuigkeiten gibt. Viele Grüße von Lucy, Paul, Mama und Papa. Ja, bei mir ist immer mal wieder irgendwas. Wir haben Hinweise zu Pipa gefunden. Das ist schon mal ganz gut. Die haben wir zwar noch nicht kennengelernt, aber wir haben schon mal Hinweise gefunden. Das ist doch auch mal Schönes. So, haben wir hier noch irgendwas Lustiges, bevor wir jetzt hier mit Leuten anfangen zu sprechen? Lucy ist im Spiel? Weiß sie davon? Ja. Ganz sicher. Hier, Krankenschwester werden jetzt gebraucht. Im Namen der Barmherzigkeit, sie verlassen sich auf sie. Krankenschwestern werden jetzt gebraucht. Melden Sie sich im nächsten Regierungsbüro, Ministerium für Arbeit, Wehrdienst und schreiben Sie an. So. Bevor wir mit dir reden, reden wir, glaube ich, erstmal mit ihr. Yes, Doktor? Ach, das ist die Dorothy. Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Okay. Schlafmangel ist gefährlich. And the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman.
bitte entschuldigt meine überstürzte Weggehen. Mein überstürztes Weggehen. Aber war wichtig. Ach je. That's all for now, Nurse Crane. Thank you. Meine Katzen hatten sich verfangen. Und ich musste die da erstmal rauskruscheln. Meine Güte, jetzt habe ich mit ihnen kämpfen müssen. Das war jetzt gerade ein bisschen unangenehm. Vor allen Dingen, weil es nicht gerade kühl ist gerade. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I believe we're going to be colleagues. Reed, yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Wow. Okay. Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Okay. Come on. Persönliche Fragen. If you have a problem with me, Dr. Ackroyd, feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. There is no need for such animosity between us. Don't you think the epidemic is already enough to deal with? That is one point we could agree on. And that is precisely why I want to be sure that you will be of help to this hospital instead of a burden. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money? Fame? Or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this kind of accusation instead of facing reality. Personenkreis gesund. Also sein IQ vor allem, IQ liegt unter dem von mir. Theoretisch könnte ich ihn aussaugen, aber das werde ich natürlich nicht tun. Thank you for your time. We'll talk later. Weil natürlich werde ich nicht arschig sein oder so. Good evening, und die Leute aussaugen.
I believe we're going to be working together. Auch wenn er ein Marsch ist. Dr. Swansea informed us of your arrival, but I could not dare to believe we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland. Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Oh, schön. Wenigstens einer, der mich mag, immerhin. Na, dann erzählen Sie erstmal something about yourself. I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Mhm. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. What is yours? I'd rather not talk about it. For now, it's just theories and first approach. My process is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this epidemic. What okay. made you choose to be a doctor? I'm not ashamed to admit you and your work have inspired me. I am honored to have the opportunity to work by your side. Okay. It's always a pleasure to share scientific and medical knowledge with someone eager to learn. I'll be glad to help you if I can. This epidemic Wir machen jetzt uns mal ein paar Freunde. Terrible disaster, but I'm convinced that we as doctors are the only ones able to defeat it. Weil ich möchte halt schon, dass wir What do you think of Dr. Aykroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Aykroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy? Dr. Aykroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science. Mm-hmm. Okay. What can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Mm-hmm. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Ja, das verstehe ich. Do you need help with anything in particular? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the errand boy for you? Oh no, Dr. But if you went personally to his shop, what with your reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. I see. Well, give me the address, for I may pass by if I have time. Okay. Dann haben wir viel über Tell me ihn more erfahren. About your willingness to experiment with new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? To save him or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Das würde ich gerne wissen. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. Mm-hmm. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Ah, okay, interessant. This personal involvement could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Aykroyd's behavior.
a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine comprised of blood, bones, and flesh. Da stimme ich zu. Da stimme ich tatsächlich zu. Mal gucken, ob wir noch ein bisschen mehr über die Leute hier herausfinden. Weil das wäre halt schon ziemlich cool. Und vielleicht könnte ich das auch ein bisschen für mich benutzen. Was haben wir hier noch? Das müsste der Fiddick sein, oder? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. May I help you? I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. Ja, ich dachte. All I want is to get my bloody arm fixed properly. Okay. Ja, wir fangen mal ganz von an. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Verstehe. Are you satisfied with your treatment here? Well, it's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness. But you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Are you sure you don't want to operate yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Okay. Tell me about the doctors who are arguing about your case. Strickland and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Ja, das ist halt in der Folge jetzt auch sehr viel Gerede. Also nicht wundern, dass jetzt heute ein bisschen mehr Gerede ist. Das ist eine Sache, die mich erinnert. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me. And now I may lose everything because I've been careless enough to hurt myself. What an asshole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Da ist er doch nicht für verantwortlich. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick. Unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Ja, das verstehe ich. Das ist durchaus verständlich. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. Ah, hier haben wir eine Jahreszahl. Building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. What happened? Also sind wir in den 20ern. Tatsächlich sind wir im ersten. But they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. Wir haben ein Datum! Yay! I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that my kids have. Poor little bleeders. Wie geht es denn deinen Kindern? After losing their mother. They were smaller then. Yay! The only good thing about this is my Ellen didn't bring them with her that night. Das stimmt. Na gut, dann gehe ich jetzt erstmal. Ah, verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich den Brief lesen und nicht hier mich vergucken. Was war das jetzt? Unvollendeter Brief.
Pembroke Hospital, 2. November, meine lieben Kinder, es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe, aber es schmerzt höllisch, allein diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen. Macht euch keine Sorgen, Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mr. Chadwick auf der Baustelle und sagt ihm, dass ihr Harvey Fiddicks Kinder seid. Erinnert ihr euch an Robert Chadwick, der große Mann mit dem Schnurrbart, der mir im letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren? Geht zu ihm und bittet ihn um ein paar Schilling. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich. Okay. Erstmal Medizinschränke plündern, ey. My sweet girl reads me like a book. I never could keep anything from her. Achso, da haben wir wieder das Hospital is full. So, jetzt haben wir mit dem Abschnitt hier mit allen geredet. Jetzt gehen wir noch drüben hin. Und dann... Ach nö. Einen Augenblick bitte. Kira war kurz am Telefon. Hallo Syra, guten Abend. Du müsstest, wenn du Kiras Lounge eingibst, also so wie mein Twitter hieß, wenn du es eingibst in Steam, müsstest du auf meinen Steam-Account kommen. Wieso fragst du? Was gibt es Dringendes? Das haben wir auch. So. Wie gesagt, es tut mir leid, dass ich gerade kurz nochmal weg musste, Telefon und so. Heute ist echt der Wurm drin. Viel. Über 8000, 9000 Stunden, glaube ich, mittlerweile. Good evening. Danke, Nova. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Okay. Die scheint ein bisschen psychischen Knacks zu haben. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howcroft?
It's only a cover. To hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Okay. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. Ja, nun stimmt. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me, for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. But do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Okay. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Mm-hmm. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. Hä, wie so Bundesamt für Staatssicherheit? I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul. Or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Mm-hmm. Okay. Ja, wir tun uns hier nochmal. To your nocturnal activities. Das ist die Dorothy, glaube ich. Okay. Good evening, sir. Hey. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Thomas Elwood, okay, cool. Wie gefällt es Ihnen beim Grund für Ihre Verletzung? Ja, machen wir jetzt erstmal Standardklageklinke. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars. Mm-hmm. If you get my drift. Okay. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Won't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Okay. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. I told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Das ist schon echt heftig. Solche Verletzungen. Why do you feel responsible for the injury, Thomas? What really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Tell me what really happened then. I went with a whore in Rouen. Oh, okay. Dead drunk I was. The hotel was a shithole. There was a fire that night. Did you start the fire? Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room.
The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. Mm-hmm. Okay. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans. And it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Hmm. Hmm. Man könnte ihm vielleicht helfen. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Oh, scheiße. Goodbye for now, Mr. Elwood. Damn. The pain. Ich glaube, das ist eher psychosomatisch, was du da hast. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel, Dr. Reed? Is it? Oh, sorry, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Hmm. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Okay. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Ja, es ist definitiv ein Shame. Ich meine, einen gesamten Bezirk verkommen zu lassen, ist halt schon echt heftig. Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show. Der Typ, den wir vorhin verschont haben. Vielleicht können wir daraus was ziehen. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know? The sad saint of the East End. No one dares to bug a saint. Not even criminals. Okay. How did you end up in Williams? Ja, das ist auch eine Frage, die mich interessiert. I received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Hmm. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Das ist natürlich bluträr, wenn dein Handy dich ganze Zeit aus dem WLAN kickt. Neues Handy eventuell? How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest, and then I can go back to the people who need me. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. Okay. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Hmm.
Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Okay. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. Harriet Jones? The woman had such a miserable life. Harriet Jones? You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. So, wo ist denn jetzt die komische Schwester, die wir vorhin irgendwie übersehen haben? Diese Pieper-Dinger da, diese Pieper, oder wie auch immer die heißt. Irgendwie Pieper. Naja, ich würde jetzt auch erstmal gucken, dass ich mir so ein bisschen die Nebenmission snacke. Ah, hallo. Guten Tag. Good evening, Nurse. I'm Dr. Jonathan Reed, the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Branigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? Wie hat er das eigentlich so schnell geschafft? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Ja, es ist ja auch die Zukunft. Ich meine, ohne Bluttransfusionen würden viele Menschen nicht mehr leben, ne? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. Do you think this hospital can survive the epidemic? We are all volunteers here, and we're trying to hold fast, but how do we beat an invisible killer? Some nurses have already resigned. Das verstehe ich aber auch. An invisible enemy. Wenn die ganze Zeit Leute sterben, würde ich auch übergehen. For a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Denkst mir, dass so eine Arbeit extrem kraftzehrend ist. Brilliant professionals, most of them. Dr. Swansea has a gift for recruiting talent. Most of them. Is there a problem I should know about, Nurse? It would be inappropriate for me to speak ill of a colleague. Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett's. He should be a standard for us all here. If only he were younger. Why should his age be a problem? I guess it's fair to say he's always pushing himself to the limits. He just doesn't know when to stop and get some rest. Nurse Branigan, if you do know something, please tell me. Anything you say will be held in confidence. No. I may disagree with some conduct, but in the end, everybody is doing their best. Okay. Hinweise benötigt. Okay. Da habe ich leider nicht genug Hinweise, sondern zu letztendlich. Ich will jetzt noch gucken wegen der Tussi, die sich da beobachtet fühlt. Irgendwo hier müsste das sein. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. It's locked, all right.
Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor, too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. An Inder. I'm just Mr. Chadana. Pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Der kann handeln. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Eine rätselhafte Formel. Hier ist ein Stück Papier geschrieben, das scheint komplex zu sein. Sie muss analysiert werden. Okay, das klingt interessant. Opium und Codein. Soll ich die kaufen, die Formel? Was meint ihr? Es sind halt 70 Schilling. Die einzunehmen wird eine Weile dauern, jeder. Es ist jetzt nicht so, als würde diese Welt voll Geld dingsen. Aber ja, Mondo, hast du definitiv Wissen ist Macht. Ah, gut, nehmen wir sie mal mit. Nehmen wir sie mal mit. Kann ja nur gut werden. Okay, warte mal. Wir gucken mal eben schnell auf die Map. Also, wir haben hier einen Unterschlupf. Wir haben hier zwei Händler. Örtliche Untersuchung. Betritt die alte Leichen, begib dich zur Apotheke. Wo ist denn das jetzt mit der Tussi da, die sich geklotzt hat gefühlt? Ach Gottchen. Ach Gottchen. Das ist ja äußerst kompliziert. Nee, ich will das gar nicht. Hörst du mal auf? Ah! Auf Dinge zu markieren. Ich will schon die Karte bewegen. kann ich nicht einfach irgendwie die Karte? Nein, okay. Gottchen. Wo ist denn die Apotheke? Ist das die Apotheke? Nö. Hallo? Hier haben wir irgendwas in 200 Metern. Warte mal. 200 Meter. Warte mal. Oh, gib mir aber Aua. Ich hab solche Mechanics echt lieb, ne? Nicht. Ach so, funktioniert der Dings. Ah! Da ist die doofe Dings. Da unten. Also markieren wir das mal eben schnell noch mit. Da lang. Nach unten. Also wenn ich jetzt durch das Hospital gehe und dann müsste das klappen. Aber warum kann ich diese andere Quest nicht mit benutzen? Das ist irgendwie merkwürdig. Naja, egal. Wir werden gucken, dass wir möglichst viele Quests machen, bevor wir die Hauptquest anstreben. Weil ich möchte, dass möglichst wie sage ich das jetzt am schlauesten? Dass ich halt nicht irgendwie dann dastehe und nicht weiß, wie weiter. So. Oder bestimmte Sachen nicht mehr machen kann oder so. Wir haben Behandlung gegen Erkältung, Behandlung gegen Bronchitis und gegen Lungenentzündung bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Das heißt, wir können dann ein bisschen auch den Leuten helfen, die dann eventuell was brauchen oder so. Das ist cool.
Das sind einfach nur die Zutaten davon irgendwie herkriegen. Aber das kriegen wir schon. So, was hatte ich jetzt gesagt? Nach dort. Also einfach hier geradeaus. Ja, geradeaus. Gut. Sorry, ich muss ein bisschen häufiger nachgucken, weil ich nicht wirklich weiß, wie ich beziehungsweise wo ich irgendwie hin muss. Ich werde mich gleich um euch kümmern. Aber vorher werde ich noch hier... Ich verlaufe mich so leicht, deswegen muss ich immer mal wieder auf die Karte gucken. Ich bin da ganz furchtbar drin. Mit mich verlaufen und so. Tue ich immer wieder. Oh, guck mal, wir haben dann... einen Unterschlupf gefunden. Oh, die ist verschlossen, die Tür. Das ist nicht cool. Ach, scheiße. Halt. Markieren. Wow. Scheiße. Ah. Die sind ein paar Level höher als ich, aber ich hab gedacht, ich krieg die trotzdem. Hätte ich das mit einem Anschleichen richtig hinbekommen, ne? Ja. Ah, yeah. Alles nicht ganz so einfach. Alles nicht ganz so einfach. Also ich habe ein bisschen Blut eingebüßt. Der Typ, der da an der Fackel steht, den müsste ich eigentlich zuerst machen. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Toll. Die Waffe. Ja, die Dinger, die Typen hier darf ich tatsächlich ermorden. Weil das sind Vampirjäger, die würden mich sonst auffliegen lassen. Die darf ich. Ohne Konsequenzen. Halt keine Typen mit Konsequenzen will ich töten. Also, die ganzen NPCs, mit denen ich gerade geredet habe oder so, die sind halt von diesem Punkto Essen oder gegessen werden ausgenommen. Wieso fragwürdige Moral? Das hat nichts mit Moral zu tun. Ist das hier, wo ich hin muss? Nö. So, ich muss über die Scheiß-Dings. Okay. Ach, Gottchen. Also nehme ich vorbei, wenn ich normal laufe? Ist die Frage. Oh, natürlich erkennst du mich, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Das ist so dumm gemacht, ne? Ja, natürlich erkennt ihr mich, ohne dass ihr überhaupt... ohne dass ich mich überhaupt erkenntlich gemacht habe. Ich bin wie ein normaler Mensch gelaufen und habe mich nicht irgendwie komisch verhalten. Ja.
Scheiße. Ach, Nuwe, du verstehst das Spiel nicht. Wenn ich die Typen nicht töte, töten sie mich. Ja, das ist jetzt gerade mehrfach gesehen. Und wenn ich nicht aufpasse, dann bin ich halt relativ schnell tot. Ja, so. Das heißt, ich muss sie töten. Die Typen, die ich gerade mit denen ich geredet habe, die haben keinerlei Ahnung, dass ich irgendein Vampir bin. Die werden mich nicht angreifen oder sonst wie töten. Aber ich darf mich wohl selbst verteidigen, oder nicht? Das hat nichts mit Moral zu tun, wenn ich versuche, mich selbst zu verteidigen. Oder liege ich da falsch? Mein lieber Nuwe. Ah, Scheiße. Lektion Nummer 1, Nuwe. Wenn ich die ganze Zeit hier gefrustet bin, weil die Viecher mich töten, dann solltest du keine Scherze mit mir machen. Denn dann bin ich nämlich ziemlich schnell böse. So ein verkackter Kackmist. Nicht in der Art böse, sondern böse im Sinne von gemein. Doch gut geklappt. Jetzt muss ich nur noch über den blöden Ding hier kommen. Ich verstehe immer noch nicht, wie die mich erkennen können, bitte. Das macht null Sinn. Das macht null Sinn. Aua. Aua. Ist dich? Au. Habe ich irgendwas Medizinisches dabei, wo ich eventuell benutzen kann? Nee, aber ich kann die Waffe switchen. Warte mal. Okay, machen wir mal hier einen. Machen wir mal ein Schwert raus. Und dann machen wir mal die hier da rein. Weil die hat nur zwei Kugeln, die hat mehr. Wow, ich kann das nicht wechseln. Was ist das für ein bescheuertes System? Du kannst zwei Waffen einstellen, aber du kannst sie nicht wechseln. Was für eine dumme Sache. Entschuldigt, aber ich muss mich darüber mal ganz kurz beschweren.
Weil das System hier doof ist, mit dem Zielen und Feuern, deswegen. Ist es nicht ganz so einfach. Aber ich muss da hin. Ich glaube, ich bin noch zu klein dafür. Weil, ganz im Ernst, Alter, die sind Level 14. Ich bin Level 5. Habe ich jetzt ganz umsonst meine Kugeln rausgeballert. Aber ich konnte ja nicht wissen, dass da zwei Riesenviecher vorstehen mit Level 14. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Wir sind Level 6, mit denen kann ich mich anlegen. Erstmal wieder ein bisschen Blut zu mir nehmen. Ah, scheiße! Nervensäge. Ist wenigstens was bei dir? Hm. Okay. Ist tatsächlich irgendwas. Das müsste die Leichenhalle sein, glaube ich. Die will ich jetzt aber allerdings noch nicht betreten. Ja, der hat noch was dabei. Schön. Uff. Ja. Das sagt mir zwar immer noch nichts, was die Tussi da beobachtet, weil irgendwie ist hier nichts, aber wenn sie im Garten ist, dann wird sie beobachtet, okay. Schreien noch mehr von diesen Skulls rum. Das ist schon echt creepy. Vor allen Dingen, die haben die ganze Zeit die Türen offen. Also ich meine, wenn ich weiß, dass irgendwas Merkwürdiges vorgeht, dann mache ich doch die Türen nicht auf. Oder bin ich da jetzt vollkommen falsch? Ein Foto. Schön. Örtliche Untersuchung. Bürgeruntersuchung. Okay. Das ist die Hauptquest. Quarantäne. Darf die Quarantäne ohne schriftliche oder lokale Gesundheitsbehörde treten oder verlassen? Autorisierte Geschäfte dürfen die Geschäfte. Okay. Okay, Quarantänezone ist dort hier hinten. Rum, rum. Rum, rum. Nee, komme ich auch nicht hin.
Irgendwo muss es doch hier irgendwas Fußbällen geben. Blackfall. Bedenklich. Okay. Ja, aber von hier aus sieht man auch den Garten nicht mehr wirklich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, woraus man da den Garten sehen kann. Wovon man da den Garten sehen kann. Vor allen Dingen hat er nicht gemeint, ich kann da hoch. Ja, nix ist. Nix hoch. Yay. Königin und Vater, dann braucht sie. Ja, nee. Haben wir hier? Oh, wir haben hier ein Haus gefunden. Wo man rein kann. Cool. Oh, ich habe eine Uhr gefunden. Okay, tot. Oktober 25, vor dem Befehl stand der Wache von Priven, East End Patrouille, betreff Vampiraktivitäten, Krankenhaus, erkunden, untersuchen. Vor 3 Tagen hat einer unserer neuen Rekruten ein Gerücht über eine Vampirin vernommen, die sich im Pembroke Hospital, London East End, verstecken soll. Wir kennen nur ihren Vornamen, Thelma. Ihr habt die Aufgabe, euch zu unauffällig dorthin zu begeben. Es ist verdächtige Aktivitäten bezüglich vorgenannter Blutsaugerin zu beobachten und dann schließlich die Meldung zu machen. Wir werden dann entscheiden, was zu tun ist. Ja, sieht so aus, als wäre sie fälschlicherweise bedingst worden. Untersucht worden. Weil sie ist eigentlich nur krank und nicht irgendwie. Sie ist ja nicht wirklich ein Vampir. Sondern sie denkt ja nur, dass sie ein Vampir wäre. Über die Krankheit muss ich übrigens mal recherchieren. Das interessiert mich tatsächlich mal. Also dieses Geschrei von diesen, ich nenne sie jetzt mal Ghouls, weil sie sind keine Ghouls, das weiß ich, aber dieses Geschrei von diesen Ghouls sind sehr merkwürdig. Also, die sind halt echt übel. So, wo ist denn eigentlich die kleine Vampirin? Ach, dich habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesprochen, oder? Doch, du bist Dorothy. Yes, ja, du bist Dorothy. Alles gut. That's all for now, Nurse Crane. Thank you. Das ist der komische Crane-Typi da. Habe ich gesehen, als ich sie angesprochen habe. Habe ich die schon angesprochen? Nee, du bist die Pips, good oder? Evening, good evening, ja. Doctor. Die habe ich noch gar nicht. Introduced yet. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Dr. Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. So, dann gucken wir erstmal mal wegen Leben in London und so. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? Gucken, was ihr so denkt und so. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end nobody was spared. Na, ich glaube nicht, dass da nicht you must jemand get a hold of yourself, Nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Ich kann mir das vorstellen, dass es echt anstrengend ist, wenn man die ganze Zeit gegen eine Epidemie kämpfen muss.
How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Mir gefällt ihre Einstellung nicht. Sie haben recht. Das wäre überraschend. Sie wären überrascht. Das ist jetzt halt schon wieder so ein Punkt. You're right. When dealing with such a terrible disease, one must remain humble. But that doesn't mean we shouldn't try our best. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. Okay. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Was ist mit den Doktoren deswegen? Warum hat er denn schlechte Laune? Grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Okay. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned. Milton is not the chatty type. Ich verstehe. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Ich verstehe. Also wenn ich sage, sie sollte stolz auf ihre Leistung sein, dann ist es halt so, ja, du kannst stolz darauf sein, was du bisher gemacht hast. Und nicht so, aber sie ist halt müde. Wenn ich sage, das ist inakzeptabel, das ist sowieso die falsche Entscheidung. Die Patienten brauchen sie, das ist vielleicht eher so, dass, warum sie auch so lange durchgehalten hat. Ich weiß aber nicht, ich kenne sie dafür zu schlecht. Welche sie auch stolz auf ihre Leistung. Es ist echt schwer zu entscheiden, wenn man einen Charakter noch nicht so gut kennt, was man dann antworten soll oder so. Weil ich kenne sie jetzt erst seit einer Minute. Ich habe mich gerade vorgestellt, ich muss jetzt schon entscheiden, was ich ihr sagen soll. Das ist halt so, das ist schwierig. Ja, eben, das ist nämlich Amon. Die Dame ist halt sehr stark an ihren Grenzen. Sie möchte das Krankenhaus verlassen. Sie möchte irgendwas verändern. So. Da sie was verändern möchte, vermute ich mal, dass inakzeptabel, wie gesagt, ist keine Option. Entweder die Patienten brauchen sie oder sie sollten stolz auf ihre Leistungen sein. Aber der Punkt ist ja, dass sie sehr müde ist. Dadurch, ich möchte halt gucken, dass sie nicht das Hospital verlässt. Also, dass sie hier bleibt. Weil ich möchte am Schluss nicht gegen sie kämpfen. Weil sie nämlich diesen Vampirhuntern beitreten will. Und das wäre halt echt scheiße, weil ich eigentlich nicht Bock habe, sie zu töten. Weil sie Vampirhunter ist. Weil, wie ihr ja wisst, Doppelmoral, wie Nube es so schön nennt, die Vampirhunter darf ich töten ohne Konsequenzen. Und wenn sie das auch wird, dann habe ich keinerlei Probleme mehr, sie zu töten. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja echt schwierig. Ach Gottchen. Ene mene Mistus rappelt in der Kiste, ene mene Mac und du bist weg. Okay. You should be proud of what you've achieved. This hospital represents hope for many people in need of help. Maybe you're right, but at the moment, I feel like we're just a cemetery waiting room. Oh, ich habe einen neuen Hinweis bekommen. Das ist schon mal schön. Seit Beginn der Epidemie fühlt sich sie fühlt sich nutzlos. Deswegen hat das was gebracht. Also hat sich meine Entscheidung positiv aufgewirkt. Okay, sie denkt darüber nach, das zu kündigen. Jetzt haben wir noch zwei Hinweise, die wir noch irgendwie gucken können. Wird schon irgendwie.
Vielleicht kriegen wir sie dorthin zu bleiben. Es wäre natürlich schön, wenn wir es hinkriegen würden, aber das ist halt immer schwierig, ne? So, was brauche ich denn jetzt noch? Wichtig ist, bevor ich überhaupt... Seht ihr dieses Leggy da hinten? Wow. Das war gerade weird. Ein kleiner Bug, würde ich mal vermuten. Nee, aber bevor ich jetzt hier gucke, wo ich jetzt dahin muss, will ich zumindest noch mal kurz gucken. Also beziehungsweise bevor ich die Hauptstory hin... Wollte ich jetzt noch mal kurz mit der Vampirin reden. Also Vampirin in Anführungsstrichen. Die Patientin, die da diese Wahnstörung hat. Und ich sehe gerade, hier ist noch was zum Aufmachen. Außerdem müsste ich noch mal mit dem Grumpy Typ hier reden. Genau, dem hier. Den habe ich gerade nämlich gesucht. Ja, natürlich. Ich habe ihre Geldbörse gefunden, habe ich? Some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet. With all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Nein. Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Aha, aha. Er ist also mit Pippa zusammen. Ja, 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 okay. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. The question is, where can we go? Where is it safe? Auf jeden Fall. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. Ja, das verstehe ich. Nee, das... During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. That's all that matters. Das ist wichtig. Ich will ihm jetzt nicht sagen, wir können dafür gefeuert werden, weil das echt arschig ist. Es ist zwar wahr, aber es ist arschig. Aber ich... What's going on, Pippa? Ja, ja, gut, you do realize you could... Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital? Ja, gut. Jetzt habe ich hier alles erfahren, das war halt schon wichtig. Ihr zweifelhafter Ruf, was ist das? Such a mediocre reputation among your colleagues? Das ist auch noch was, was mich interessiert. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Sorry. Bye, Milton. Ich konnte es mir nicht verkneifen. Okay, also jetzt haben wir die wichtigen Sachen tatsächlich erfahren. Wo halt wirklich für uns jetzt auch wichtig waren. Wo wir vielleicht auch Pippa zum Bleiben kriegen können, eventuell. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. Den Eid, ja, der Eid ist hier vielleicht, glaube ich, scheißegal. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Ne, ich weiß ja nicht. Ja gut, auf jeden Fall haben wir jetzt ein bisschen mehr über sie erfahren. Das ist auch schon mal ziemlich praktisch. Genau, du. Dich habe ich auch gesucht. How are you?
warm, rich, vibrant blood. Okay. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Okay, ich verstehe. Ich könnte auch sein, dass sie in Gefahr ist, ja. Das Problem ist, ich kann ihr jetzt nicht einreden, dass sie unter Wahn führt, beziehungsweise, natürlich, ich bin jetzt gerade im Vampire-Mode, da kann ich das hier schon einreden. Ich will jetzt aber nicht sagen, von wegen, sie wissen nichts über Vampire, das ist halt echt scheiße. Genauso wenig, wie ich das sagen wollte, eigentlich ist das der einzige Weg. Weil sie könnte wirklich in Gefahr sein, sie könnte halt von dem Vampir bedroht werden, theoretisch, weil sie ihn gesehen hat. Gut, natürlich könnte es auch sein, weil sie unter Wahn verstimmt. Your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense now. Why fear the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. Da hat sie recht. Da hat sie ausnahmsweise mal komplett recht. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Ich finde es süß, wie er sie anspricht, beziehungsweise wie er dann halt sagt, ja, ich gehe dann mal, bin dann mal weg und so. Okay, hier ist noch nichts. Irgendwie zum Claim oder so. Der Punkt ist, dass ich gerne meine Wunden irgendwie behandeln will. Deswegen gehe ich jetzt noch einmal dahin, um bisschen Fähigkeitenpunkte aufzuleveln, ein bisschen zu gucken, dass ich meine Verwundung wegkriege. Wissenschaft, Munitionstasche, anzündete Kugeln und Medizintasche. Was haben wir hier noch? Schattenschleicher pro Sekunde, glauben. Okay. Sprung führt über natürlich Bewegung in Richtung des Tieres und versucht Schaden bei der Landung. Das ist auch cool. Du unterbrichst die Blutzirkulation der Venen deines Tieres und machst es wehrlos. Und sich bei der direkten Schaden absorbiert, die verschwindet oder zerstört wird. Das ist auch nicht schlecht. Kann keine kosten. Das ist eigentlich ziemlich cool. Wir haben 900 Punkte. Ich würde auch gerne das hier nochmal irgendwie aufleveln, weil das halt echt auch eine schöne Fähigkeit ist. Aber das braucht 2000 Punkte oder so, dass erstmal ein bisschen bleiben müssen. Das braucht 300 Punkte. Was haben wir hier? Das braucht auch 300 Punkte. Fester Biss. Schaden würde ich eigentlich auch gerne mal nochmal erhöhen. Davon, weil ich das halt auch im Kampf häufig benutze. Deswegen machen wir das jetzt erstmal. Und das können wir dann auch noch mitnehmen, würde ich sagen. Nee, es ist 600. Doch, 600. Wir haben genau 600. Perfekt. Weil die ist, das ist echt praktisch. Ich denke mal, das können wir auf jeden Fall benutzen. So, perfekt. Die folgende Nacht. Jo, ich weiß. So. Wir sind Level 6. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und ja. Wir sind für heute fertig. Das war der erste Teil von Vampyr. Oder Vampir, je nachdem, wie man es gerne ausspricht. Die Franzosen, also die französischen Entwickler, sprechen es tatsächlich Vampyr aus. Vampyre, um genau zu sein. Das ist immer so lustig. So, mit dem Blick auf diesen Park verabschiede ich mich erstmal von euch für heute. Ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet Spaß an dem Live-Let's Play und wir hören uns dann morgen früh wieder bei Final Fantasy. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Lasst euch gut gehen. Bye-bye.